Diese Sendung wird Ihnen präsentiert vom Salzburger Agrarmarketing. Wir unterstützen die heimische Landwirtschaft und regionales Lebensmittelhandwerk. www.salzburgschmeckt.at. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, wissen Sie, welcher Bezirk in Salzburg als die Hochburg des Kartoffelanbaus gilt? Richtig geraten, natürlich ist es der Lungau. Da befindet sich etwa die Hälfte der gesamten Anbaufläche im Bundesland und einen großen Anteil an der Erfolgsgeschichte des sogenannten Echtlings hat der Lungauer Saatzucht- und Saatbauverein. Und damit hallo und herzlich willkommen zur September-Ausgabe von Salzburg schmeckt. Mein Name ist Angelika Pehab und ich nehme Sie heute mit in die Lungauer Schatzkammer voller Knollen und Getreide. Hallo Andi. Servus Angelika. Hallo, servus. Grüß dich. Du bist nicht nur Bürgermeister von Mariapfor, sondern auch Geschäftsführer vom Lungauer Saatbauverein. Was war denn ursprünglich also eure Vision? Naja, der Lungauer Saatbauverein wurde gegründet 1949. Dazumal stand im Vordergrund eigentlich die Ernährungssicherheit und die Erzeugung von Pflanz- und Saatgut. Also man hat dazumals den Erchtling vermehrt und den Lungauer Dauernrucken. Das hat sich dann mit der Zeit gewandelt. Wir machen immer noch Vermehrungssaatgut, aber jetzt haben wir uns spezialisiert auf die Vermarktung von Speisekartoffeln, also den Lungauer Erchtling, wie er heißt. Und unsere Vision ist, dass wir auf über 1000 Meter Seehöhe einfach eine geschmackvolle Speisekartoffel erzeugen und in vorwiegend in Salzburg vermarkten. Was haben wir da jetzt für Sorte? Ja, da sehen wir, dass die Sorte steht auf der Kiste drauf, ja. Graziosa. Mhm. Wenn es in Gelb geschrieben ist, heißt es, dass die biologisch erzeugt worden ist. Mhm. Und VN steht für Vermehrernummer 36. Also bei uns hat ja jedes Mitglied eine Nummer. Ja, da haben wir jetzt eine feldfallende Ware, heißt es. Mhm. Also das ist einfach, was sie ausgraben am Feld draußen. Und weil wir schon mal geredet haben, was ist jetzt der Unterschied zwischen einem Speiseerchtling und einem Sommererchtling? Im Grunde genommen ist es die Größe. Ah, ja. Also die größeren Erchtlinge sollte man zum Essen hernehmen und die kleinen werden als Sommererchtling hergenommen. Ja. Jetzt wenn man da schaut, das war ein Speiseerchtling und wenn man sagt, einen kleinen noch dazu, das war ungefähr ein Sommererchtling. Mhm. Warum nimmt man nicht große Erchtlinge, nur große Erchtlinge? Man könnte auch sagen, da ist mehr rein, ja. Aber es ist eigentlich auch so, man sagt, ein großer Erchtling macht viele kleine nachher in weiterer Folge und ein kleinerer macht einige wenige große. Echt? Und darum sagt man eher, man sollte kleinere nehmen und die dafür enger zusammen und dann ist der Ertrag einfach optimal. Und mal, dass unsere Bauern da mit Herzblut dabei sind, das sieht man auch. Schau, da ist ein Erchtling, der ist in Herzform. Und da sieht man wirklich, sie sind mit Herzblut dabei und machen das mit viel Einsatz und Engagement. Ja. Jetzt wissen vielleicht viele gar nicht, dass das ein bisschen reglementiert ist, was man wo anbauen darf. Welche Sorten sind typisch im Lungau? Ja, unsere Hauptsorten sind die Ostara. Das ist schon eine ganz alte Sorte. Die ist vorwiegend festkochend. Dann haben wir die Laura, die ist eine rotschalige Sorte. Die zeichnet sich aus, nicht nur durch die rote Schale, sondern durch eine ganz schöne gelbe Fleischfarbe. Und dann haben wir die Dita, das ist ein festkochender Erchtling und den nimmt man vor allem für einen Salat her. Und es ist so, also vermehren darf man nicht, wie man gerade will, sondern auf diese Sorten ist ein Sortenschutz drauf, der dauert 30 Jahre. Während dieser 30 Jahre zahlt man Lizenzgebühr, wenn man die Erlaubnis kriegt vom Vermehrer. Ja, wenn eine Sorte älter ist wie 30 Jahre, dann braucht man keine Lizenzgebühr mehr zahlen und dann darf man diese Sorte vermehren, wie ein Goldvierkind. Andi, warum glaubst du, ist der Lungau so prädestiniert für den Erchtling-Anbau? Ja, der Lungau, ich sage immer, das ist so wie beim Wein, hat einfach für die Erchtlinge eine ganz besondere Lage.
Also was uns wirklich auszeichnet, das sind nicht nur die Seehöhe von über 1000 Metern, sondern das sind unsere Urgesteinsverwitterungsböden. Das ist ein ganz spezieller Braunerdetyp, der für den Erdlinganbau bestens geeignet ist, weil er locker ist, gut durchlüftet und wenn es regnet, wird es nicht gleich alles verschlemmt. Und das schmeckt man einfach, also diese Bodeneigenschaft, das macht diesen Geschmack des Lungauer Erdlings aus. Und zusätzlich kommt noch dazu, also unser Klima, das ist ja nicht unbedingt das Optimalste. Also wir haben einen starken Wandel zwischen warm und kalt. Aber das ist für den Erdlinganbau nicht das Schlechteste, weil wir mit den Pilzkrankheiten, mit denen der Kartoffelanbau ja zu kämpfen hat, weniger zu tun haben und daher auch weniger Pflanzenschutzmittel verwenden müssen. Und eine der 21 Mitgliedsfamilien im Lungauer Saatbauverein ist die Familie Bogensberger vom Ullenhof in Althofen bei Mariapfor. Der Manfred Bogensberger zeigt uns im folgenden Beitrag den Weg vom Erdling, vom Boden bis aufs Teller. Da kommen Sie schon raus. Und da kann ich jetzt schauen, wonach da in Erdling mit dem Damm abschied, jetzt gehört die Schalen noch hin. Also es war noch zu früh zum Graben. Weil wonach die jetzt ausgrobert, dann werden die auf dem Feuer verletzt oder hinten in Erdlingkeller auf der Maschine um, dann gehört die ganze Schale nach, dann ist die Lagerfähigkeit nicht mehr gegeben. Und so schaut er halt nach. Und der Laura ist der ganz das typische Zeichen mit den weißen Punkten. So erkennt er in Laura. Ich bin der Bogensberger Manfred, bin Uhlenbauer, fahre Mariapfor, fahre Althofen, bin verheiratet, habe 3 Kinder und meine große Leidenschaft ist die Landwirtschaft und der Ackerbau, wo wir Getreide umbauen, Lungauer Erdling umbauen und das Thema, was heute eigentlich ergeht. Ja, wir haben 30 Milchkühe, 30 Jungviecher und einen Wald haben wir, was wir bewirtschaften und natürlich die Erdlinge, wo wir 5 Sorten habe ich heuer, ein paar probiere. Ja, am Anfang ist natürlich zuerst den Acker bearbeiten, es ist umbauen, pflügen, dann ecken, dann müssen wir die Erdlinge sahen oder setzen, wir sagen die Lunge, also Erdlinge sahen und setzen. Dann ist natürlich die Heifelarbeit zum Heifen, ist dann auch viel, dass das Unkraut ausgejätet wird und dass man eine schöne Dammbildung kriegt, dass der Erdling in den Damm nur Platz hat, dass er wachsen kann. Und der nächste Schritt ist nachher das Abschlägeln. Das schlägelt man ab, dass wir auch ein Saatgut kriegen. Weil da dämmt man eigentlich das Wachstum dann von Erdling. Weil wir brauchen ja ein Saatgut genauso. Und das Abschlägeln ist auch noch für das, da bleiben sie nachher noch 3,5 Wochen in der Erde rein, dass der Erdling schalenfest wird. Nachher geht die Schalen nicht mehr hoch, dass die Lagerfähigkeit dann besser wird. Ich habe Graziosa, die sind speckige, dann die Laura, die sind die roten, dann die Corina, die sind weiße, sind vorwiegend festkochende, die Belana, die sind speckige und die Melody, die sind mehlige. Einer fährt mit dem Traktor, dann müssen natürlich die Steine alle ausgeklaubt werden, was mitgelernt darf aufs Band lassen, weil wir haben viele Steine und ja, dann ist halt, heißt es halt festklauben und da hilft ihnen meine Frau. Und der Praktikant habe ich auch immer einen, der muss natürlich da auch fleißig mithelfen. Ich selber, Eltern. Der Großvater, muss ich sagen, die haben noch mit der Hand ausgekeilt. Und dann sind die Roder sind noch gekommen. Aber das ist so, da fährt er rein mit dem Traktor und das legst du dann auf der Seite ab die Erdling und musst nachher alle mit der Hand aufklauben. Ja, die Ernte hängt natürlich viel vom Wetter ab. Ich habe oft reingeschaut, jetzt schon, es sind eher ein bisschen auf der kleineren Seite. Und es wird wahrscheinlich ein durchschnittliches Jahr oder sogar unter dem Durchschnitt, was die Menge anbelangt. Qualität ist natürlich gut, weil durch den Regen, sage ich aber, die Schwammerl wachsen gut, wenn es viel regnet, und die Erdlinge wachsen auch gut, wenn es regnet. Und ja, aber es wird
eine super Ernte werden, vielleicht mit Klone einbussen. Ich habe heuer 9000 Kilo Erdling gebaut und man rechnet ungefähr so mit einem 9-10-fachen Ertrag. Und wenn man das aufmultipliziert, dann kommen wir zwischen, vielleicht ein bisschen weniger heuer, zwischen 80 und 90 Tonnen, was ich ausgrab. Ja, einen speckigen Erdling wie der Graziosa und den Belana nimmt man auch eher für einen Erdlingssalat her. Das fällt nicht. Ein Mehling nehmen sie gern für ein Püree her. Und in Laura und einen vorwiegend festkochenden für einen Bratl, für die Sachen noch. Ja, wir sind jetzt beim Kellermeister, da beim Paul Bacher. Paul, jetzt kriegst du direkt die Erdling geliefert zu euch einer. Ihr sortiert es dann in der Maschine. Nach welchen Kriterien sortiert es? Also eigentlich sortiert uns die Maschine die Größe schon. Wir laden die feldfallenden Erdlinge auf. Die wandern dann über unsere Sortiermaschine drüber. Und dann kommen sie bei mir aufs Verleseband. Und wenn ich Speise abpacken oder vermarkten will, dann stehe ich meistens da oben und dann glaube ich aus, wenn noch ein Sturm mitkommt, wenn ein fauler Erdling daherkommt, beschädigte grüne Erdling, die glaube ich aus, damit nur mehr die scheren Speiseerdling nachher bei uns in die Kartons reinwollen. Mhm. Und die Kartons werden noch händisch gefalten bei euch? Die werden händisch gefalten bei uns, genau. Gleich mal probieren da. Wir nehmen es selber so, dann kloppen wir zuerst die Seitenteile rein, dann die Vorderseiten. Und dann drucken wir es da durch, Überdraht, dann meine drucken, Karton fertig. Bevor die Knollen in den Karton kommen, werden sie noch gereinigt oder gewaschen? Nein, unser Erdling wird nicht gewaschen, weil dadurch verkürzt sie die Haltbarkeit. Wir haben bei der Maschine eine Bürstelmaschine dabei, der bürstet den Grobdreck runter und dann kommen sie fast sauber daher, aber waschen der mir es nicht. Apropos Haltbarkeit, wenn ich es in der Schachtel heimkriege, wie lagert es denn am besten? Lass es rein? Am besten reinlassen, kühl lagern, dunkel lagern. Wir haben eigentlich ein Obblickdeckplattel drauf oben, damit die Sonne nicht dazu kommt. Das drauflassen, dunkel und kühl lagern, halten sie sich ganz lang. Du, wie gestaltet ihr denn die Anlieferung daher zur Sortiermaschine? Holt ihr die Knollen ab bei den Bauern oder bringen die das selber her oder habt ihr da so Termine gestaffelt? Unsere Bauern liefern die Erdling zu uns, die sind in die Kisten, wie ihr es schon gesehen habt, da sind 900 Kilo drin. Fellfallen bringen sie es mit den Kippern, mit den Hänger runter. Wir tun es dann von Hänger rein ins Lager und wenn sie noch weiter graben, packen wir wieder leere Kisten drauf und dann können sie schon wieder fahren. In starken Tagen haben wir bis zu 100 Kisten, was wir entgegennehmen und dann haben wir wieder Beschäftigung. Was ist denn der Unterschied zwischen Saatkartoffel und Speisekartoffel? Sortierst du die dann auch schon auseinander? Nein, das macht eben meine Maschine, die macht die Größenverteilung. Wir haben da verschiedene große Gitter drinnen, Sortiergitter und da fallen die ganz kleinen fallen als erstes durch, dann fällt Zucker durch und alles, was noch drüber wandert, das sind dann die Speisekartoffeln. Und zwischen Speise und Sockkartoffel ist eigentlich nur die Größe der Unterschied. Du, wie schaut die Arbeit im Jahreskreis aus? Bist du alle beschäftigt? Alle nicht. Ich bin selber Bauer und bringe auch meine Erdlinge runter. Also bei mir startet das schon kurz vor der Ernte. Da wird der Keller hergerichtet, wird alles klar gemacht, schaut, dass alles läuft. Und dann fangen wir an, Erdlinge rum und dann bin ich eigentlich, ich sage mal, von Anfang Mitte, Ende August bis Mitte Mai bin ich dann da und arbeite die angelieferte Ware an. Also im Herbst kommen sie rein und im Mai sollten eigentlich alle draußen sein.
Der Lungau ist neben Erchtling im Herbst ja auch fürs Schafaufbraten bekannt. Das sogenannte Schäpsene hat aber nicht nur da im Lungau eine große Tradition, sondern auch im Pinzgau, wie unsere Genussbotschafterin, die Elisabeth Eisel, in Säubach in Erfahrung bringt. Ich sitze gerade in der lieben Heimat in Saalbach und vor mir steht eine ganze Pfanne Schäpsers. Das ist Lammfleisch und Gemüse in einer Pfanne gebraten. Das schaut richtig gut aus, ist saisonal und regional und ein richtiges Herbstgericht. Renato, du bist der Küchenchef in der lieben Heimat. Ja. Euer Schäpsers ist ganz besonders. Warum? Das ist unser Produkt, unsere eigene Schafe, unser Fleisch. Das ist eine von besten Fleisch. Die Lämmer wachsen dort direkt am eigenen Hof auf und dürfen sie so richtig austoben, weil sie haben ein riesiges Areal. Unsere Schafe kommen circa Ende April kommen sie immer auf die Weide raus, bis je nachdem, wie der Herbst so ist, bis Mitte Oktober. Artgerechte Tierhaltung ist sowieso normal. Uns sind die Tiere sehr viel wert, wir geben uns auch viel ab mit einer. Die Lämmer kommen zwischen 5 und 6 Monaten, kommen sie zu unserem Metzger, zum Schultes. Wir bringen das immer raus zu ihm. Also wir machen auch für unsere Kunden, die was auch Bauern sind, da schlachten wir die Lämmer und dann tun wir es küchenfertig zerlegen. Das heißt Lohnschlachtung machen wir, dass wir das fachgerecht in einer Metzgerei das machen. Und dann kriegt es der Kunde fix fertig, küchenfertig wieder zurückgeliefert, dass er es nachher in die Gäste verkaufen kann. Das Rindfleisch zum Beispiel, Schweinefleisch kaufen wir auch alles beim Schütters. Jetzt ist das so ein Kreislauf direkt vor ihm. Also unser Betrieb verarbeitet am meisten Rindfleisch. Also wir schlachten am meisten Rindfleisch. Und verarbeiten tun wir natürlich sehr viel Schweinefleisch. Und da haben wir eben das Salzburg-Landschwein. Weil Schwein ist ein großer Bestandteil in der Metzgerei. Und da machen wir unsere Speckspezialitäten draus. Unser Betrieb hat sich sehr groß auf Speck zum Herstellen spezialisiert. Weil da einfach alles zusammenpasst. Wir machen den schon, wie mein Vater angefangen hat, hat sich eigentlich die Rezeptur nie verändert. Und ich selber mache es jetzt schon mittlerweile 30 Jahre und da habe ich eigentlich auch die Rezeptur nicht verändert, höchstens verfeinert. Im Pinzgau sind natürlich sehr viele Schafe durch das alpine Gelände, wo sich das Schaffleisch tut, dass die Almwirtschaft aufrechterhalten wird. Die Herbstzeit, das ist eine klassische Lammzeit, weil jetzt kommen sie von der Alm runter. Da kommen die Biedlinge runter, die was so ca. 40 Kilo Lebendgewicht haben. Und die schlachten wir jetzt nachher und jetzt ist im Herbst ist natürlich die Schäpsene ganz ein gefragtes Produkt bei uns im Pinzgau. Brauchen wir 1,5 Kilo Lammfleisch, Stücke von Bauch zum Beispiel, Rippel, Stelze, Schulter. Ein Tag früher muss man vorbereiten Fleisch, marinieren mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und Zwiebel. Dann lassen wir in Kühlhaus 24 Stunden. Nächster Tag. Das wir nehmen raus. Zuerst muss man anschwitzen Fleisch. Dann das Fleisch bekommt eine schöne braune Farbe. Du brauchst immer eine ziemlich große Pfanne eigentlich, gell? Ja, das ist größere Pfanne in Küche. Die größte Pfanne, okay. Dann wir vorbereiten Fleisch einen Tag früher. Mhm. Dann kommt Salz in Fleisch, dann ist schön weit und besserer Geschmack. Jetzt, das ist für 4 Personen. Okay, 4 Personen? Geht das noch so zusammen oder habt ihr so große Portionen? Ja, komm. Also. Ja, komm. Jetzt ist Fleisch fertig. Schöne Farbe. Super. Und gleich raus. Dann schmeißen wir Fleisch zusammen mit schon vorbereiteten Karotte, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Kartoffel. Alles zusammen rein in ein Blech mit 2,5 Liter schon fertige gekochte Lamm. Suppe. Lammsuppe ist das sogar? Ja. Wow, okay. Von Knochen, von Lamm. Okay. Dann schmeißen wir in den Ofen, 130 Grad, 2 Stunden. Nach 2 Stunden ist wunderbar. Das heißt, es ist wirklich ein Pfannengericht, wo man alles zusammenhaut, aber es braucht einfach Zeit, um dass die Gewürze reinziehen können und so weiter. Richtig. Was machst du denn vom Geschmack her das ganz Besondere aus? Alles ist aus unserem Garten, zum Beispiel Thymian, Rosmarin, Petersilie, Knoblauch, Lorbeer.
Gleich direkt neben der Küche befindet sich der Kräutergarten, den die Angelina mit viel Liebe angesetzt hat. Da wachsen wirklich alle möglichen Kräuter, die direkt in der Küche und zur Deko verwendet werden. Das wird alles fürs Auge sein, ob das jetzt Getränk ist oder die Speisen. Die Leute sollen das sehen. Wow, war das riecht richtig gut. Unser Gericht ist fertig. Schön saftig, alles zusammengekommen. Saft von Fleisch. Und dann kommt Gemüse und Kartoffel. Und es ist immer so besser, wenn es zusammen Fleisch und zusammen Gemüse und Kartoffel, das ist das beste, wunderbar Geschmack. Wo kommt jetzt das Rezept her? Das ist schon ein altes Rezept von Liebe Heimat, von Oma. Und ich sage immer, alle Rezepte von Oma ist für mich das beste Rezept. Das muss sein gut. Und wir machen das mit viel, viel Liebe. Bei uns ist alles hausgemacht, was steht in Karte. Darum, ich glaube, ist alle Gäste zufrieden. Also die Rezepte von der Oma, die haben es wirklich in sich. Die Kräuter und die Gewürze und das Salz sind so richtig gut ins Fleisch reingezogen, dadurch, dass schon am Vortag eingewürzt worden ist. Und das Fleisch ist richtig zart warm durchs lange Braten. Das schmeckt einfach herrlich. Und die Getränkeauswahl da, die kann sie auch sehen lassen. Unsere Reise durch den Lungau führt uns jetzt von Tamsweg nach Maria Pfarr und thematisch von den Echtlingen zu dem Getreide. Denn auch das wächst ganz wunderbar da herinnen. Beispielsweise am Zehnerhof bei der Familie Schitter. Ja, liebe Familie Schitter, euer Hof blickt ja auf über 600 Jahre alte Geschichte zurück. Lang war es ein Zehenthof des Erzbischofs. Welche Geschichte verbindet ihr persönlich mit diesem Hof? Also mich verbindet zu diesem Hof, dass ich hier geboren wurde und aufgewachsen. Und bis zum 20. Lebensjahr habe ich am Hof mitgearbeitet. Dann ab 1976 wurde ich Bewirtschafter dieses Hofes bis 1983. Ab 83 haben dann meine Frau Agnes und ich den Hof bewirtschaftet. Und seit circa einem Jahr ist unser Sohn Gottfried der Bewirtschafter des Hofes und unser Mitwirkung. Gottfried, wir sind da auf 1150 Metern Seehöhe. Ihr baut inmitten des Biosphärenparks hochwertige Bio-Lebensmittel an. Welche sind das? Ja, also am bekanntesten sind wir sicher für unsere Aronia-Beeren und die Produkte, die wir daraus gewinnen. Außerdem bauen wir Speisegetreide an. Da ist vor allem der Dinkel und der Nackthafer sehr beliebt. Und seit 2 Jahren bauen wir auch einen Hanf an. Und aus dem gewinnen wir dann hochwertiges Speiseöl. Hanna, du hast extra Brot gebacken. Was ist denn euer Lieblingsgetreide und wie verwendet ihr das? Das ist sogar schwierig zu beantworten, weil wir wirklich einiges an Getreide verwenden im Alltag. Also vor allen Dingen, seitdem wir 2 Kinder haben, fängt der Tag, das macht der Gottfried immer, mit einem Müsli an. Da tut er meistens die Haferflocken quetschen und dann halt mit Obst und Joghurt mischen. Und ja, dann geht es dann weiter mit Brot und das backe ich jetzt seit einigen Jahren auch selbst. Und momentan bin ich bei einem Sauerteigbrot gelandet mit Dinkel und Roggen, auch aus eigenem Anbau. Rupert, ihr geltet ja in unseren Breiten als echte Pioniere in Sachen Aronia-Anbau. Wie groß sind eure Felder? Ja, wir haben 2 Aronia-Felder. Die haben zusammen einen Flächenausmaß von ca. 8,2 Hektar. Man bekommt die jungen Pflanzen. Und da ist es in den ersten 3 Jahren also sehr wichtig, dass man die vor Beikräuter frei hält. Das ist ungefähr so ein 80 cm breiter Streifen. Wird 3-mal gemulcht. Das erste Mal ungefähr zum Zeitpunkt der Blüte und dann knapp vor der Ernte. Ja, wir verarbeiten sie weiter zu Saft, Direktsaft. Die Aroniabeere wird kalt gepresst, ohne Enzyme. Agnes, ursprünglich wurde ja bei euch am Hof Viehwirtschaft betrieben. Wie ist dann dazu gekommen, dass ihr jetzt auf Aronia, Hanf und Getreide umgeswitcht seid?
Also wir haben eigentlich in den 80er Jahren schon uns bemüht, Biogetreide zu bekommen, eben für den eigenen Gebrauch zum Brotbacken. Und es war bei uns im Lunga ganz schwierig, es hat kaum was gegeben. Also nirgends eigentlich. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir? Und da war dann die Idee, bauen wir es selber an. Dadurch sind wir eben durch zu Dinkel gekommen zuerst und die anderen Getreideorten. Und also wir waren immer auf der Suche nach Alternativen, dass wir vielleicht irgendwas Neues finden könnten. Und so sind wir auch auf die Aronia gekommen. Und die fühlt sich sehr wohl bei uns im Lungau. Der Gottfried hat es vorhin angesprochen, euer Getreide ist sehr keimfähig. Was heißt das und welche Vorteile haben wir dadurch? Ja, die Keimfähigkeit des Getreides ist eigentlich einmal ein grundlegendes Qualitätskriterium für Getreide. Auch wenn man es dann verpackt, also es soll wirklich eine möglichst hohe Keimfähigkeit besitzen. Da sind halt Vitalstoffe drinnen, die sonst halt nicht drinnen sind, wenn es nicht keimfähig ist. Und dadurch ist es schon mal wichtig. Und dann kann man natürlich auch zum Beispiel den Roggen, der ist da besonders geeignet, nehmen und ihn wirklich keimen, dass der Keim gleich lang ist wie das Getreidekorn. Und das ist dann wirklich dann halt eine wirklich Gesundheitsbombe, muss man sagen. Und das kommt dann ins Müsli? Oder? Das kann man auch über den Salat geben oder auch ins Müsli geben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ja, in diesem Stamperl Aroniasaft steckt nicht nur das volle Aroma der sonnenverwöhnten Beeren, sondern auch viel Tradition, Herzblut und Fleiß der Bauersleute. Und egal ob Aronia, ob Getreide oder Erdling, und wir wissen, wo es herkommt, dann schmeckt's. Weil überhaupt, Salzburg schmeckt. Pfiat euch! Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Salzburger Agrarmarketing. Wir unterstützen die heimische Landwirtschaft und regionales Lebensmittelhandwerk. www.salzburgschmeckt.at